Hi, ich begrüße euch zu einem kleinen Ukulelen-Tutorial und zwar zu dem Lied Die alte Moorhexe von Wolfgang und Margarete Jehn. Und ja, ich spiele euch am besten erst einmal das Lied vor und dann gehe ich ein bisschen näher auf die Ukulele ein. So schwierig ist das Ganze ja nicht. Ich fange auf jeden Fall mit E-Moll an, dann H7, dann noch A-Moll und D-Dur. Also, E-Moll geht's los. Die alte Moorhexe. Die alte Moorhexe hext im Teufelsmoor herum, dreht sich wild im Tanze rum, lacht sich schief und lacht sich krumm, wenn die Tiere ängstlich wittern und die Kinder alle zittern, hält die ganze Welt für dumm. Hext herum, hext herum. Bei dem Schmuck im Moor und Sumpf ging verlor der Ringelstrumpf. Jeder rote, links gestrickte Strumpf, den ihre Schwester schickte, hängt in einer Birke drin, flattert einsam vor sich hin, hält die ganze Welt für dumm. Hext herum, hext herum. Ja, wie gesagt, ich benutze dafür die Akkorde E-Moll, das ist übrigens eine C-Ukulele oder C-Stimmung. Und der Akkord geht so, ne? Hier auf der A-Seite, hier unten im zweiten Bund der Zeigefinger, auf der E-Seite im dritten Bund der Mittelfinger, auf der C-Seite hier im vierten Bund der Ringfinger und oben die Seite leer. Dann kommt das H7. Da setzen wir einfach die Finger alle eins höher, also vom E-Moll zum H7 oder B7. Einfach die drei Finger eins höher setzen. Ne? Und ja, dann brauchen wir noch das A-Moll. Das ist einfach hier oben auf der G-Seite im zweiten Bund den Zeigefinger setzen. Und dann brauchen wir noch das D-Dur. Das wird hier alle drei Finger im zweiten Bund auf die oberen drei Seiten, das ist die G, die C und die E-Seite, ne, kann man entweder mit dem Zeigefinger so greifen, dass man die alle drei abdrückt. Es gibt so Leute, die können das, ich kann das nicht so gut, deswegen nehme ich immer diese drei Finger, den Kleinfinger, Mittelfinger und Ringfinger. Man kann das natürlich auch mit Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger machen. Okay, ja, das war's schon. Der Anschlag ist im Prinzip bum, schaka, bum, schaka, bum, schaka, bum. 1, 2 und 1, 2 und 1, 2 und 1, 2. Zumal ich erst immer so ein bisschen hier oben die G-Seite anschlage mit den drei Fingern hier. Ne? Die bilden ja hier so eine Flucht. Da kann man ganz gut hier oben die G-Seite anschlagen. Und dann mit dem Daumen nach oben und mit den Fingern nach unten. 1, 2 und 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 1, 2. Also mit den Fingern hier oben die G-Seite und dann mit dem Daumen wieder oben. 1, 2 und 1, 2 und 1, 2 und 1, 2 und. Okay, was gibt es noch zu beachten? Nichts. Ich spiele euch jetzt einmal ganz langsam die erste Strophe, okay?
Also jetzt hier E-Moll. Die alte Moorhexe hext H7 im Teufelsmoor herum. Ja, das ist wieder das E-Moll. Dreht sich wild im Tanze um, lacht sich schief und lacht sich krumm. Wenn die Tiere, hier ist also das A-Moll, Tiere ängstlich wittern und die Kinder alle zittern, hält die ganze Welt für dumm. Hext herum, hext herum. Kommt hier einmal das D und sonst nicht. Ne? Kommt noch einmal E-Moll, noch einmal H7 und dann ist man damit durch. Tja, also viel ist das nicht auf der Ukulele. Man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen, wenn man sonst Gitarre spielt, weil die so klein ist. Aber ansonsten ein wirklich tolles Instrument. Auf jeden Fall, wenn man verreist, weil sie nicht sehr groß ist. Okay, tschüss!